Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich liege jetzt hier im Bett, komme gerade von der Nachtschicht und habe gedacht, ich muss nochmal das Turnier beenden, das in 3 Stunden 37 Minuten sowieso beendet ist, bevor ich aufwache nachher und alles ist passé. Okay. Ich habe keine Lust, was zu verändern. Das wird bestimmt mal ein Untergang sein, aber hey. Naja, manchmal hat man ein bisschen Glück. Das läuft ja ganz gut. So. Das läuft schon viel zu einfach hier. Ich traue dem Brat nicht. Wird eine der nächsten Runden mit Sicherheit sehr schlecht. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Das werde ich gleich mal machen, wo ich überhaupt stehe. Ich habe keine Ahnung. So, mal schauen. Top 10, okay, Verteidigung, eh nur am Verlieren. Uiuiui. Wer macht denn so eine Ausstellung? Jungs, Mädels, das ist doch nicht schlau. Das passt sehr gut. Diamant. Gucken, wir es hinkriegen, dass Vivica mal nicht auslöst. Sie zu töten wäre schön gewesen. Nehmen wir mal Fryder und die spellen das Ganze. Fenrir, um es zu beenden. Ornatel heilt sich jetzt wieder ein bisschen. Keine Spielchen. 3 gegen 2 klingt immer schon besser. Diese Kaskaden, ich sage euch, gehen mir richtig auf den Sack. Das war es jetzt für Sturmfang. Total dämlich, dass das jetzt hier die Konsequenz ist. Natürlich wird hier verfehlt. Eigentlich hätte ich schon gewonnen, aber hey, es wird über verfehlt. Klasse, natürlich. Natürlich. Lang lebe Fenrir. Der Deichsel, das für mich schon. Ihr seht schon, der ist hier Top-Hitter und er ist wieder fertig. Hat der Wolf die ganze Zeit das alleine gemacht. So, noch schnell 3 Runden. Telloria, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich heute Nacht gegen Telloria verloren habe. Also ich war so wütend, dass ich noch die letzte Kriegsflasche benutzt habe. Auch noch verloren. Das hat auch nichts gebracht. Also die Boards waren noch echt miserabel. Wenn ich sehe, dass es viele schon wieder gleich auslöst, kriege ich einen Anfall bei.
läuft wieder sehr schleppend, aber es hat immerhin für Telluria gereicht. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mal gucken. Bevor Horgal auslöst, ist ganz gut. Habe ich meine Herzkönigin hier nochmal am Start. Da kann man immer beruhigt in die nächste Runde gehen. Ja, sowas, es kann auch sehr zäh sein, es kann sich sehr doll ziehen. Vor allem, wenn einfach irgendwie 1000 Kaskaden kommen und nichts, was irgendwie brauchbar ist, passiert. Aber ja, das ist letztlich Meckern auf hohem Niveau. Von daher bringen wir das hier geschmeidig, ruhig zu Ende. Schau mal. Soweit so gut. Oh, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Kennt ihr das, wenn man manchmal eigentlich lief es immer gut und dann startet man hier irgendwie was und man merkt schon, egal was man jetzt eigentlich macht, es wird nichts Gutes? Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Ist mir schwer zu beschreiben, was ich meine, aber. Jetzt hätte ich eine volle Mariana gebraucht. So dass sich jetzt Hoshi-Kopf einfach mal mit Schaden melden wird und dann heilen wird. Sehr nervig. So, kleine Pause war nötig, weiter geht's. Versuchen wir mal hier irgendwas zu reisen noch. Schlecht sieht's auf alle Fälle schon wieder aus. Kommt mir die dämliche WLAN noch um die Ecke. Ich habe jetzt schon Bock zu fliehen, ich sage euch das. Keine Lust mehr. Wenigstens weicht Mariana in den letzten paar Stunden immer massig aus. So, grundsätzlich würde ich jetzt Fryder nehmen. Ne? Fryder wird vermutlich den guten Leonidas töten, aber es macht keinen Sinn, denn ihr seht, Fenrir hat noch den Debuff von Mariana. Und wir wollen ja, dass er das vielleicht überlebt. Also werden wir jetzt Folgendes tun. Wir werden Fenrir zünden, denn er heilt sich durch den Schaden ein bisschen. Das heißt, er überlebt, wenn er Glück hat, noch eine Runde. Schauen wir mal. Dann gehen wir hier in die Form. Schon mal, ja, dann mach mal was Sinnvolles. Ausweichen zum Beispiel. Fenrir, ey. Fenrir, willst du wissen? Komm, beleb dich nochmal wieder. Schade. Ja gut, okay, eine Niederlage müssen wir machen. Wir sind ganz gut durchgekommen. Wir haben noch eine Flagge. Es ist also völlig egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir bringen das jetzt so schnell zu Ende. Und dann schauen wir mal. Na, ihr habt schon gesehen, es war wie angekündigt eine Niederlage. Das hat man manchmal bei Samorin. Da sieht man schon anhand dessen, was kommt, dass es nur schlecht werden kann. Naja, wenigstens war es jetzt erstmal für Unatil. Eigentlich sind die alle gut angekratzt, aber wenn ihr nichts nachkommt. Ist nicht gut, das ist nicht gut. Magni löst jetzt aus, die Herzkönigin ist noch nicht ready. Ranvir ist scheiß Buff. Ich hoffe, die verfehlen wenigstens mal. Ja, genau.
Weil es auch noch wieder eine Farce gewesen. Der Verteidigungsbonus spielt mir natürlich nicht gerade in die Karten. Das Verfehlen schon eher, aber ihr seht ja, wenn dann trotzdem so viel Schaden durch einen Single-Hit passiert, nicht mal durch eine Spezialfähigkeit, ist das echt, echt Abfuck. Das sieht trotzdem ganz gut aus. Bei meinem Glück schießt Magni noch auf die Herzkönigin mit ihren 6 Lebenspunkten. Nee. Und jetzt wird es schon wieder knapp. Scheiß macht. Genau, je mehr Lakaien sie hat, desto mehr ist sie gegen den nächsten Angriff geschützt. Aber das sollte es jetzt gewesen sein. Wenn wir da, wo wir uns nicht brauchen. Ne? So, jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Jawohl, das hat hingehauen. Und wir sind unter den Top 5. Es hat leider nicht bis zu den Top 1% gereicht. Aber hey, so what? Ich bin auf den Loot gespannt. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nachher.